Wir werden jetzt zunächst einmal über diese UFOs, UFO-Videos reden. Da hat ja der ehemalige Präsident Barack Obama hat ja da in einer Talkshow mitgeteilt, dass da doch noch offene Fragen sind. Man wisse nicht so genau, worum es sich da handelt. Wir wissen einfach nicht, was es ist, hat er gesagt. Und da werden da Josef und ich mal drüber reden. Bin gespannt, was rauskommt. Gibt ja da einen unglaublichen Hype im Netz, warum man jetzt unbedingt. Jetzt wäre es soweit, also jetzt wird da endlich auch mal die Hosen runtergelassen werden. Klar, jetzt ging es gar nicht mehr anders. Jetzt, wo alle diese Videos verbreitet werden, jetzt müsse auch das Pentagon eben tatsächlich Position beziehen. Und jetzt würde klar werden, dass all die Geschichten, die wir ja kennen aus verschiedenen Romanen und Filmen, dass das alles wahr wäre. Wer weiß, was unter dem Weißen Haus sich versteckt hält und so weiter. Da, ich weiß nicht, ob wir so weit kommen werden, also ob wir bis zum Weißen Haus kommen werden oder ob wir wieder vorher abbiegen. Also bei den UFOs, da biegt man ja schon mal gerne vorher ab und sagt, ja, das ist ja alles unbekannt, unbekanntes Unidentified Flying Object, UFOs. Und ja, man kann ja auch mal drüber sprechen. Ich weiß, wie gesagt, ich weiß noch gar nicht, was rauskommt. Also was der Josef, worauf der Josef so hinaus will. Ich finde es auf jeden Fall interessant, dass die immer wieder so wie so Zombies, also eigentlich wie so Vampire, immer wieder die UFOs mal aufsteigen. Was glaubst du, was steckt hinter so einer Aktion wie, dass Barack Obama in einer Talkshow auf einmal über etwas spricht und sagt, ja, wir wissen nicht, was das ist. Was passiert da? Man kann natürlich jetzt mal vom Worst-Case-Szenario ausgehen. Das heißt, es gibt wirklich da draußen etwas Ja. und die sind sich nicht so ganz klar darüber, was es denn sein könnte. Und man versucht dann wirklich mal in die Öffentlichkeit zu gehen. Das wäre der eine Weg. Also sagen wir beobachten das jetzt. Wir haben den Geheimdienst und machen und tun, schauen dann ein paar Jahrzehnte zu und irgendwann stellen wir fest, jetzt wird es uns zu heiß, jetzt gehen wir mal an die Öffentlichkeit und schauen mal, ob vielleicht auch andere Geheimdienste vielleicht ins selbe Horn stoßen und wir dann Ja. tatsächlich mit was konfrontiert sind. Das ist natürlich erstmal möglich. Okay, aber wenn ich das jetzt mal politisch so einordne, der ehemalige Präsident der Vereinigten Staaten, ein Demokrat, hat erlebt, wie der republikanische Präsident, der na ihm nachfolgte, über unglaublich viele wahnsinnige Verschwörungstheorien am 6. Januar dieses Jahres den Angriff auf die staatliche Institution. Das heißt, der wusste genau, dass Verschwörungstheorien in den USA eine solche Macht besitzen, dass natürlich eine Äußerung von ihm zu einem solchen Thema kann er eigentlich meiner Ansicht nach nur gemacht haben, wenn er genau weiß, da ist nichts dran. Wenn da was dran wäre, dann muss er befürchten, dass sein Land demnächst praktisch komplett zerreißt und die einen sagen, glauben an diese Verschwörungstheorie, die anderen glauben an UFOs. Also vom politischen Standpunkt aus gesehen kann er das nur gesagt haben, weil er ist ja nach wie vor, er wird ja gebrieft als ehemaliger Präsident, er hat Berater und Beraterinnen um sich rum und die werden ihm gesagt haben, darüber kannst du ruhig reden, aber nur deshalb, weil nichts Aber dran warum ist. redet er dann Ja, drüber? das Also, war. das ist doch das Ja. nächste Problem. Also, darüber kannst du reden, okay. Aber es ist ja ein Unterschied, ob ich so ein Fass aufmache. Also, Ja, das ist ja jetzt nicht irgendwas. UFOs. Also, genau, ja. okay, Sie haben es nicht UFOs genannt, Sie haben es irgendwie nicht Objekte, genau, geklärte ja. Luftobjekte genannt, oder? Luftobjekte, genau, ja. Aber natürlich, also jeder wusste, das wird der Kracher. Ja, und Von er hat auch noch gelacht dabei, also in dieser Talkshow und danach, im Internet lacht ja niemand mehr. Es ist ein ziemlich humorloses, muss man leider sagen, ziemlich humorloses Medium. Solche Nachrichten führen ja eher dazu, dass die Hysterie, bock, 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 also wie die, und sofort wird natürlich gesagt, ich habe es euch ja immer schon mal gesagt, ist ja völlig klar und guckt euch mal an, klar, dass also, wenn ich zurückdenke, in den letzten 50 Jahren sind alle möglichen Geschichten erzählt worden, anfangs in Büchern, inzwischen eben mit einer brutalen Gewalt im Internet rollen die heran. Und für mich ist der Punkt, dass Barack Obama als jemand, der sehr reflektiert über sein Land, nicht nur Bücher geschrieben hat, sondern auch viele Reden gehalten hat, der ein gutes Gespür dafür hat, was er mit öffentlichen Äußerungen anstellt, was der hier gemacht hat, das kann er. Also es sei denn, er hätte wirklich nicht drüber nachgedacht, das kann er nur gemacht haben, wenn er genau weiß, es ist nichts dran. Also aus deiner Sicht klares Kalkül.
Es ganz, ist, also parteipolitisches, irgendwie übergeordnetes Kalkül. Tja, also ich meine, das Thema UFOs ist in den USA seit vielen Jahrzehnten, kommt es immer wieder mal hoch. Da hast du ja einen Punkt. Also wenn man da rangeht, dann weiß man, das interessiert alle. Ja, ja. Das interessiert alle. Ausgelöst natürlich durch Filme, Fernsehserien und was weiß ich noch alles, die Außerirdischen, die Amerikaner beim Aufbruch ins Weltall, dann gibt es immer wieder Astronauten, die wollen irgendwas gesehen oder gehört haben, was sich dann eben als eine technische Störung erweist und all diese ganzen Dinge. Also das Thema UFO ist natürlich wichtig. Die Wissenschaft hat sich inzwischen dem außerirdischen Leben ja auch schon lange zugewandt, als Suche nach extrasolaren Planeten. Demnächst wahrscheinlich die erste Entdeckung von einer Planetenatmosphäre, in der vielleicht Anzeichen von Bioaktivität auf dem Planeten da ist. Das ist ein ganz, das ist wahrscheinlich das heißeste Thema, was die Wissenschaften anzubieten haben, sind die Außerirdischen. Wenn wir jetzt den Bogen zu diesen Videos wieder schlagen wollen, also ich meine, du siehst ja, das ist, also ich finde, das ist ein wahnsinnig interessantes Thema, sich darüber Gedanken zu machen, was kann denn auf dem Planeten an Leben entstehen? Dann ist ja, das mit den Videos ist irgendwie banal fast dagegen, weil da sieht man halt irgendwas, was sich bewegt. Es gibt eine ganze Reihe von Leuten im Netz, die haben sich längst dieser Bildverarbeitung oder der Bildanalysen mal vorgenommen. Der eine sagt zum Beispiel, ach, das ist ja einfach nur eine fixierte Kamera in einem Flugzeug. Das Flugzeug bewegt sich in diese Richtung und die Kamera bleibt aber fixiert auf dem Objekt. Und das Einzige, was man jetzt sieht, ist so ein Parallaxeneffekt, nämlich weil dieses Flugzeug sich in diese Richtung bewegt, aber die Kamera fester drauf bleibt, sieht es so aus, als wenn dieses Objekt sich wahnsinnig schnell bewegen würde. Dann gibt es diejenigen... Aber warte mal, so ein Parallaxeneffekt. Ja. Das wäre aber dann konspirativ, weil wenn da jede Menge Piloten unterwegs sind, das sind ja jetzt, also bei uns in Bayern würde man sagen, das sind keine Knödelwascher. Ja, also die wissen ja, worum es geht. Die sind nicht auf der Brennsuppe dahergeschwommen. Das heißt, die wissen, worum es geht. Ja, und ja. Der würde doch so einen Parallaxeneffekt erkennen. Also dann muss ich ihm unterstellen, dass es bewusst da macht. Da hast du recht. Das ist richtig. Da hast du recht. Aber es ist interessant. Also genau. Und dann, wenn wir es ihm unterstellen, müssen wir es einem Kollektiv unterstellen, das muss dicht halten. Das ist wieder eine Verschwörung. Also dann wird es eine Verschwörungstheorie. Ja, da hast du recht. Ja, du jetzt als Urheber einer Verschwörungstheorie. Da hast du einen Punkt. Also okay. Dann machen wir es anders, damit wir hier nicht irgendwelche Verschwörungen machen, sondern es wäre natürlich großartig, es gäbe möglichst viele Institute, die sich mit Bildverarbeitung beschäftigen und die praktisch jedem von uns die Möglichkeit geben, solche Filme genauestens zu untersuchen, also mindestens dabei zu sein, zu untersuchen und dann festzustellen, was ist eigentlich auf diesen Bildern wirklich zu sehen. Wenn man diese Videos sieht, dann hat man ja es mit einer relativ grauen Oberfläche zu tun. Man sieht irgendwas, was ein bisschen heller leuchtet. Objekt, häufig dreieckig. Gab es zum Beispiel dann den Hinweis, ja, sowas entsteht zum Beispiel bei verschiedenen Okularen, die so nur so eine dreieckige Öffnung haben. Dann wurde darauf hingewiesen, dass viele der Videos gemacht worden sind in der Nähe von Fluglinien. Und was man sieht, ist Infrarotstrahlung. Das könnten also die Abgase oder das Infrarotbild von einem Flugzeug sein. Einer derjenigen, die sich damit näher beschäftigt hat, der hat dann mal geguckt, wie weit ist denn das Objekt tatsächlich entfernt aus dem, was man da so sehen kann und kam zu dem Ergebnis, es handelt sich um eine Gans. Also das Objekt sei nur ungefähr einen Meter groß und so weiter. Also irdisches Leben dann auf jeden Fall. Vielleicht ist es eine außerirdische Gans, das weiß man ja nicht so genau. Da ist ja alles drin. Aber was immer vergessen wird, ich glaube, irgendjemand hat das auch schon mal gesagt, ist, dass das U in dem UFO eben heißt unbekannt. Und dass ja das Unbekannte, und das finde ich eigentlich den interessanteren Punkt, den wir vielleicht nochmal ansprechen sollten, warum reißt es so viele, aus dem Unbekannt immer ein Außerirdisch zu machen? Ich meine, es gibt so viele mögliche Optionen, die dahinter stehen. Warum, was glaubst du, woran liegt ist die Faszination des Außerirdischen? Womit rechnen die Leute? Ja, natürlich hat das eine Faszination. Also die erste Frage ist immer, sind wir alleine? Und ja. Sobald du dann zu der Antwort kommst, potenziell nein, ja, dann ist die nächste Frage, wo sind sie? Sind sie vielleicht schon da? Also ich kann das absolut nachvollziehen. Es zieht sich halt leider ein roter Faden durch diese ganzen UFO, Alien und sonst was Geschichten seit den 50er Jahren. Und das ist immer das Gleiche. Wenn es interessant wird auf diesen Aufnahmen, ja, dann sind sie unscharf. Das ist eigentlich das, wo ich mir immer denke, na,
Ja, es liegt aber, die Erklärung ist einfach, die Außerirdischen sorgen eben dafür, dass dann die technischen, ich meine, wir kennen ja aus jeder Geschichte, kommt der Außerirdische in die Nähe, fangen die Kameras an und ruckeln rum, magnetische Störungen, und wir wissen, wenn Magnetfelder auftauchen, dann werden Ströme induziert, wenn Ströme induziert werden, wird die ganze Elektronik durcheinander, und dann, ja, ich meine, kommt eins zum anderen. Also der Außerirdische ist ja an sich schon mal sehr geladen, vielleicht, weil er, also damit meine ich jetzt nicht, dass er wütend ist, sondern das kann ja auch sein. Was ich ja bemerkenswert finde, ist tatsächlich, wenn ich das mal so sagen darf, das meine ich völlig ernst, ist ja die Verbindung von heutiger weltraummedizinischer Forschung mit dem Phänomen der Außerirdischen. Nämlich, nehmen wir tatsächlich mal an, es gäbe in der Tat irgendeine außerirdische Zivilisation, die zu uns hierher fliegt mit irgendwas. Wir müssen ja gar keine drehenden Scheiben nehmen, wo ich dann immer wieder den Karlauer bringe. Die monatelang in drehenden Scheiben. Kein Wunder, dass die hier landen wollen. Denn welche Farbe haben denn die Männchen? Genau, grün. Warum auch, ist ja klar. Ja, vielleicht sitzt sogar eines hier und man sieht es nicht wegen dem Greenscreen. Genau, genau. Ja, ja, schön, dass Sie auch heute gekommen sind. Das freut mich sehr. Und gut auch, dass Sie so unsichtbar bleiben und unhörbar. Und das ist ja immer am schönsten. Darüber lässt sich am tollsten spekulieren. Nee, was ich sagen wollte ist, also diese Weltraummediziner, die bringen ja, die haben zum Beispiel herausgefunden, dass die Abwesenheit von Schwerkraft für uns Menschen ein echter Stressor ist. Das heißt, man merkt, das Immunsystem der Persönlichkeiten, die da oben in der Raumstation sind, das ist immer angeregt und die haben immer eine höhere Temperatur als hier unten auf der Erde. Wenn die dann Sport treiben, dann landen die fast bei 40 Grad, was natürlich für das Immunsystem eine Katastrophe ist. Also abgesehen davon, dass es also offensichtlich Probleme mit den Knochen gibt, ist also das Immunsystem. Also die Kollegen sprechen dann davon, du kannst bei den Astronautinnen und Kosmonauten Katabolie beobachten, den Abbau des Organismus, also beschleunigtes Altern. Jetzt will ich nicht so weit gehen, dass hier dann, wer weiß, was wer hierher kommt. Aber das Interessanteste ist natürlich, sind die Auswirkungen von kosmischer Strahlung, also von den schnellen Teilchen, auf Gehirnmasse. Das hat man an Mäusen getestet und die entwickeln halt nach bei einer geringen Dosis von kosmischer Strahlung, die man auch gar nicht abschirmen könnte in einem Raumschiff, weil der Radius, den die Teilchen haben, aufgrund ihrer hohen Energie, der Radius um ein Magnetfeld herum, der wäre so groß, dass man das nicht abschirmen kann. So eine Strahlung kommt von allen möglichen Supernova-Explosionen in der Milchstraße. Und dass das Alzheimer verursacht. Und dann lässt sich natürlich auch verstehen, warum so viele UFOs in der Wüste runtergekommen sind. Ne? Die meinen, die waren einfach doof. Aber ich will jetzt gar nicht den Karlauer machen. Ich will nur darauf hinweisen, ich hätte nichts dagegen, wenn wir uns endlich mal mit der Frage auseinandersetzen, da kommen Maschinen, da kommen Computer. Ah ja, das ist interessant. Aber nicht Lebewesen. Ja, ja, stimmt. Ja? Die sind natürlich gefeilt vor diesen Problemen, von denen du redest. Die könnte man auch mal stärker beschleunigen oder was auch immer. Also, ja, klar. Und die können auch lange Zeitspannen überdauern. Ja. Die kannst du mal 30.000, 70.000 Jahre, ist glaube ich so die Hochrechnung, die wir bräuchten jetzt zum nächsten Stern. Die kannst du mal 70.000 Jahre auf die Reise schicken. Ja. Also aber auch nicht der Besuch, den man haben möchte, oder? Das ist richtig, genau. Also wo wir uns jetzt schon so mit anwesenden irdischen Maschinen ja häufig schon so Probleme haben. Ich denke da an meinen eigenen Computer oder den Drucker. Der Drucker, dem ich schon mit dem, naja, ich will da gar nicht in die Details kommen. Wenn du nächstes Mal drohst, musst du vorsichtig sein. Nicht, dass er dann plötzlich irgendeine Regung zurückmacht. Solange ich meine Freunde von der IT-Abteilung habe, die mit ihren Zaubersprüchen oder mit ihren grünen Daumen oder wie immer das nennen soll, immer wieder den Drucker zum Drucken bringen. Ja, ich drucke noch. Tut mir leid, ich drucke immer noch aus. Auch wenn ich nicht unter Druck stehe. Aber dieser Aspekt mit Maschinen, das finde ich schon interessant. Ja, okay. Also sagen wir mal, wir hätten jetzt Maschinen gesehen. Ja. Und dann wäre das ja auch nachvollziehbar, tatsächlich, dass jemand sagt, okay, das hat jetzt globale Ausmaße. Ja. Da ist eine Verantwortung damit verbunden, die ist nicht mehr nationale Sicherheit, sondern da gehe ich jetzt mehr an die Öffentlichkeit. Also möglich ist so, das. So könnte man da raus einen Kreis machen. Auf der anderen Seite ist natürlich also die Bedrohung, man sieht ja im Netz, dass doch, es ist ja Gott sei Dank nur eine überschaubare Zahl von Menschen, aber doch einige sind ja richtig geschockt davon. Die sagen zwar immer, ja, habe ich ja schon immer gesagt, aber wenn man sich das mal wirklich an sich rankommen lässt. Also ich bin 1960 geboren, ich stamme aus einer Zeit, wo 30 Jahre lang in Deutschland die atomare Bewaffnung sehr hoch war. Also wir waren jetzt nicht dauernd unter dem Druck, dass jetzt sozusagen ein Atomkrieg kommt, aber das spürt man. Und die Bedrohung jetzt von einer völlig Unbekannten, immerhin hat sich ja in den 30 Jahren Kaltem Krieg, da gab es ja eine ganze Menge von
diplomatischen Annäherungen, da wurde ja unglaublich viel gemacht, aber mit Maschinen, Alan Turing hat es mal so schön gesagt, nur Maschinen können Maschinen verstehen. Und entdeckt zu werden, ja, genau, ist historisch kein Spaß gewesen. Ja. Und von Maschinen entdeckt zu werden, das stelle ich mir unangenehm vor. Also das, da kannst du nicht von empathischem Auftreten irgendwie ausgehen. Nee. Ich bin auf jeden Fall mal sehr gespannt. Es gibt ja irgendwann jetzt eine Pressekonferenz von Pentagon, wo sie dann in Anführungsstrichen die Hosen runterlassen, was sie dazu sagen werden, ob sie noch mehr die Hysterie im Internet anheizen oder ob sie dann sagen, ja, wir wissen es einfach nicht, aber wir haben eine ganze Reihe von, sagen wir mal, sehr plausiblen Vermutungen. Und da muss man, glaube ich, schon nochmal dran erinnern, da gibt es den Occam. Du hast auch schon oft drüber gesprochen, den Occam, ja, also die einfachste Lösung ist im Zweifel die wahrscheinlichste. Und die Außerirdische, die ist schon sehr unsparsam. Also die ist schon sehr, da muss man schon ganz schön weit greifen, weil damit ist ja was verbunden. Und ich glaube, man sollte sich bei vielen dieser Themen, die wir behandeln, immer mal wieder die Frage stellen, wie steht das Thema im Zusammenhang mit anderen Themen? Wir haben ein bisschen darüber gesprochen, wir haben dieses außerirdische Leben. Was bedeutet denn das, wenn es überall außerirdisches Leben gäbe? Wie zum Beispiel, man könnte sich die Frage stellen, wie groß ist die Wahrscheinlichkeit dann, dass wir überhaupt besucht werden? Du hast davon gesprochen, wir bräuchten mit der Technik, die wir haben, über 70.000 Jahre, um nur bis zum nächsten Stern zu kommen. Und das ist ja gar nichts. Ich meine, also Proxima Centauri ist jetzt nicht der Bringerstern, wo man sagen würde, oh, hier Proxima Centauri, das ist aber toll. Sondern das ist ja ein Stern, der auch noch also magnetische Ausbrüche hat, wie verrückt, der also seine paar Planeten wahrscheinlich schon mehrfach sterilisiert hat, um es mit Bruno Labbadia zu sagen. Man sollte nicht alles so hoch sterilisieren, ich weiß. Also das Thema ist hochinteressant und ich bin sehr gespannt, was da für Äußerungen von Pentagon kommen. Aber wenn du von der Sparsamkeit sprichst, okay, sparsamer wäre es, es ist ein irdisches Phänomen. Ja. So, ja. Beides passt für mich nicht so richtig. Also, dass die Außerirdischen bis zu uns es locker schaffen, über Jahrzehnte uns dann beobachten in der Atmosphäre, es aber dann doch so dilettantisch machen, dass wir in der Lage sind, es zu beobachten, das ist so eine Geschichte, wo ich, da tue ich mir ganz schwer. Ja. So, nehme ich die andere Variante, die auch gespielt wird, insofern, dass vielleicht russische und chinesische Technologie im Spiel wäre und die wäre so überlegen. Und dann denke ich mir, wenn ich jetzt chinesischer Vorsitzender irgendwo in einem militärischen Ausschuss wäre, ja, wo würde ich denn meine fortgeschrittene Technologie am wenigsten ausprobieren wollen? In der Nähe meines Feindes. Im Luftraum meines Feindes. Na ja, klar. Also das ist auch so direkt eine, über Kalifornien. Das ist auch so eine Geschichte, wo ich mich wahnsinnig schwer tue. Genau, hast du völlig recht. Also beides passt für mich nicht. Beides passt nicht, da hast du recht. Und dieses, dass Piloten jetzt so eine Gans nicht als Gans erkennen, das ist schon, auch so eine Wille. Die sind schon arg klein. Aber ich glaube, ich mache es mal andersrum. Die Anzahl der Kameras, die heutzutage in der Atmosphäre rumgucken, ist so riesig geworden. Da gibt es natürlich Spuren, Fetzen von irgendwas, wo du nicht weißt, ist die Kamera in Ordnung, wer hat das gemacht. Also all diese Parameter, die man dringend braucht, um eine starke Aussage machen zu können. Denn eine starke Aussage kann man nur dann machen, wenn man wirklich absolut sicher ist, dass auch alle Informationen, die da reingeflossen sind, a, verstanden worden sind, dass man ganz genau weiß, das sind die vier Eckpunkte meines Quadrats, hier habe ich überhaupt keine Lücken. Sondern es tauchen eben, genau wie du sagst, es tauchen immer wieder riesengroße Lücken auf, die das Ganze total inkonsistent machen. Und das sind alles nur Schnappschüsse. Und viele davon ziehen sich über Minuten hin. Ab und zu fehlt auch mal ein Teil davon. Das heißt, man sieht so 2 Minuten und dann sieht man wieder andere. Ja, was ist denn dazwischen passiert? Warum sieht man nicht den ganzen Film? Wo kommen die Filme eigentlich her? Wo sind die Persönlichkeiten, die dafür gerade gestanden haben mit ihrer Unterschrift? Das ist eine sichere Aufnahme. Es ist alles anonym und es ist alles Technologie. Es kann sein, dass uns hier die Maschinen was vorgaukeln, was es möglicherweise gar nicht gibt. Deswegen sind natürlich auch solche Videos mit solchen Phänomenen, die zumindest auf den ersten Blick als etwas völlig Unerklärliches erscheinen, auch wenn man, wie ich da, oder ich glaube, wir beide schon da ein bisschen skeptisch sind, dass, weil, wie du das vorhin so schön gesagt hast, das passt irgendwie nicht so richtig. Und wenn Dinge richtig, richtig passen, das ist ja beim Dirac schon klar. Also wenn sie schön sind, dann passen sie auch und dann sind sie auch richtig und dann sind sie auch wahr.